So, damit haben wir den Song einmal komplett gehört. Und hat jemand das Flüstern bei der Stelle, bei dem Wort Priestess gehört? Das war gruselig. So, wir haben das Tape. Und wir haben den Brief an dich gelesen. Ja, tut mir leid. Was tut dir leid? Es könnte ein Hinweis sein. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ich werde es mir heute Nacht angucken. Ja. Wer mein Übernachtungsgast? Hier jetzt endlich jemand drin? Nö. So, Miko, wie geht's dir? Unverändert? Tut mir leid, ich hasse das so sehr. Huch! Ein Buch über Kameras und weiß ich nicht mehr. Wo ist denn der Ball darunter gefallen? Ich weiß, ich gucke immer wieder, ob irgendjemand im Haus ist. Aber man möchte halt alles zeigen, woran man sich zumindest erinnert. Ist zwar nicht viel, woran ich mich erinnere, aber wenigstens ein bisschen. So viel zu sich das heute angucken. Da pennt jemand. Es scheint, als hätte er einen weiteren Albtraum. Wo ist eigentlich Mikus Katze? War das eine Hand? Naja, das war die Pflanze. Der Schatten von der Pflanze sah so aus. Hier ist keiner mehr. Huch. Möchte nach vorne gehen. Dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Also, zumindest im Spiegel. Stroller Grandma! Was machst du denn hier? Ich glaube, das ist das erste und einzige Mal, dass wir sie sehen werden. Katze? Keine Katze. Katze! Hi! Was genau ist das Geräusch? Was zum Teufel war das?
jetzt jemand im Schrank? Wenn schon die Kinderwagen-Omi da ist? Nein? Gut. Quatsch. Schlafen gehen. Either way, it'll all be over soon. Da sind wir wieder. Durchsticht die Priesterin, um sie zu unterwerfen. Die tätowierten Pfähle müssen irgendwo innerhalb des Anwesens sein. Zeremonie. Ich weiß schon wieder nicht, was Commandment ist. Des Gebotes. Wo sind wir gerade? Ah, da sind wir gerade. Warte, das Medici hebe ich eben noch auf. Dann habe ich keinen Schimmer. Wohin mit uns? Ach, warte, waren das nicht die Zimmer der Mädels? War das nicht so? Zufälligerweise? Ich habe den starken Film drin. Du drehst dich jetzt nicht um. Müssen wir dir jetzt folgen oder ist es gefährlich, dir zu folgen? Vielleicht ja doch. Fragt sich nur, wo die Zimmer der Mädels sind. Ich habe nämlich keinen Schimmer. Ich weiß. Ja, das sagtest du bereits. Drei. Drei von vier Zimmern weiß ich. Oh, wir mussten ein Rätsel machen. Stimmt. Im Miniaturschrein ist ein Spieß oder Pfahl aus Stein in der Mitte. Der Schatten des Steins und der untere Part des Schreins ist ein eingraviertes Skript. Um die Balance des Lichts und die Reinheit des Schattens für die tätowierten Pfähle oder die Tattoo-Pfähle. Unterwerfe die Priesterin der Kammer der Nadeln. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist nicht richtig. Ich habe keinen Schimmer, was ich machen soll. Ich kann aber auch auf der anderen Seite nichts machen. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich muss den Schatten verschwinden lassen, aber ich weiß nicht wie.
Moment. Hä? Der Schatten ist verschwunden und der Spieß ist gefallen. Ja. Das ist, was ich machen muss. Tätowierter Steak One. Kai, beweg dich. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du sagtest. So, das ist Nummer 1. Oh, eine starke Kraft hält's zurück, hält's zu. Was muss ich denn noch machen? Kann ich jetzt raus? Ja. Hä? Kämpfen muss ich. Wo bist du, Kleines? Hallo? Zeigst du dich auch bitte mal? Ah, da. Hi. Hinter mir, war ja klar. So, kleines Miststück, wo bist du? Kannst du mal aufhören damit? Ich habe das nicht so ätzend in Erinnerung. Lass den Scheiß doch. Toll, ich habe gleich keine Kerzen mehr, du blöde Kuh. Jo, verschwinde noch in der Wand. Sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Für nix. Ich sag ja, wir werden das Spiel heute nicht mehr beenden können. Ja, vielen Dank. Du bist so eine kleine blöde Kuh. Ich glaube, kein anderer von euch, ich hoffe, kein anderer von euch macht diesen beschissenen Angriff.
Ja, das war's mit der Kerze. Wenn jetzt die blöde Priesterin kommt, ich glaube, dann ist hier ziemlich was offen. Und nicht nur der Riss. Fick dich! Jetzt lass dich doch einfach fotografieren, du kleine blöde... Ich mag dieses Spiel total. Hahaha, sehr. Immer doch. Ach Mann, du nervst! Das war nix. Hi. Endlich! So, jetzt muss ich mich vor der Priesterin in Acht nehmen. Verschwinde. Ich habe ein Stück der Kamera Obscura gefunden. Blow! Wehe, die blöde Priesterin kommt jetzt. Ja, das war logisch. Ja, das Rätsel geht von vorne los. Wir wissen's. Ich kann wieder nur raten. Wir haben's. Jupp. Zwei. Wir müssen erst checken, dass die Tür zu ist. Richtig? Nee, die Tür geht auf. Wow. So, und jetzt habe ich... Doch, einen weiß ich noch. Aber dann habe ich keinen Plan, wohin. Geh falsch. Oder auch nicht ganz so falsch. Wer ist da? Die Priesterin natürlich. Öffne die verdammte Tür! Ob wir jetzt checken müssen, dass die Tür offen ist, wäre zumindest ganz gut. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ah, ich habe die Tür verpasst. Die Treppe. Lass mich los. Vor allem lass mich los. Sie hat mich nicht mal berührt. Sie darf mich nicht berühren. Sonst habe ich ein Problem. Hä? So, ich muss raten, wo die Puppenzimmer sind. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe echt keine Ahnung.